Heute habe ich eine besondere Botschaft für Sie. Gott ist jederzeit in Ihrem Leben präsent, sowohl in Ihren Siegen als auch in Ihren Misserfolgen, in Ihren Freuden und in Ihren Tränen. Gott ist an Ihrer Seite und möchte, dass Sie wissen, dass, auch wenn Sie nicht sehen können, was er tut, Sie darauf vertrauen können, dass alles bald einen Sinn haben wird. Ich begrüße Sie zu dieser inspirierenden Botschaft, die Ihr Leben für immer verändern kann. Deine Verbindung zum göttlichen Bewusstsein hat eine himmlische Botschaft gebracht. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie glauben, dass das göttliche Bewusstsein Sie beschützt und führt. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob es mehr in diesem Leben gibt, wenn Sie sich jemals verloren oder entmutigt gefühlt haben oder wenn Sie eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung suchen, ist dieses Video für Sie. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um es sich anzusehen und mit offenem Herzen zuzuhören. Ich bin sicher, Sie werden es nicht bereuen. Gott hat einen erstaunlichen Plan für Ihr Leben und verspricht, dass Sie für immer glücklich sein werden. Wenn Sie es leid sind, sich verloren, hoffnungslos und niedergeschlagen zu fühlen, machen Sie sich keine Sorgen mehr. Gott liebt Sie und möchte Sie segnen. Er ist größer als alle Ihre Ängste und Befürchtungen. Vertrauen Sie jetzt und gehen Sie vorwärts. Gott hat eine besondere Aufgabe für Sie. Sie ist einzigartig, geschaffen, um alle Stürme zu übertreffen und zu überwinden. Glaube an dich, denn Gott hat dir die Kraft gegeben, die du brauchst, um alles zu überstehen. Gott hat etwas Wunderbares für dich auf Lager. Das Beste kommt noch, und nichts kann seinen Plan für ihr Leben aufhalten. Du bist dabei, eine größere Fülle zu erhalten, als du dir je vorstellen konntest, und um sie in Anspruch zu nehmen, gib diesem Video einfach ein Like und schreibe 555, um deinen Glauben zu bestätigen. Glauben Sie immer daran, dass Gott Ihnen in der Vergangenheit geholfen hat und immer in Ihrem Leben präsent sein wird. Vertrauen Sie auf sein Timing, das vielleicht nicht das ist, was Sie erwarten, aber immer das sein wird, was Sie brauchen. Denken Sie daran, dass sein Timing immer besser ist, als Sie denken. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere sagen, Ihr Segen braucht keine Bestätigung von außen. Wenn Gott gesagt hat, dass Ihnen etwas gehört, dann ist es auch so, und wenn Gott gesagt hat, dass etwas auf dem Weg ist, dann glauben Sie es, denn es wird wirklich kommen. Das Universum möchte, dass Sie Ihre Träume lieben, und Gott möchte, dass Sie glücklich sind. Vertrauen Sie also auf sich selbst und auf die Segnungen, die Gott für Sie bereithält. Sagen Sie Amen, wenn Sie glauben, und seien Sie dankbar für alles, was Sie haben. Du verdienst das Beste, was das Leben zu bieten hat. Schreiben Sie 11 Uhr und 11 Minuten, wenn Sie etwas Besonderes für sich beanspruchen wollen, das auf Sie zukommt. Trauern Sie nicht über Kleinigkeiten und lassen Sie sich nicht mehr von Dingen beeinflussen, die Sie nicht kontrollieren können. Es ist an der Zeit, das Glück wiederzufinden, denn du hast es verdient. Wünsch dir etwas, und es wird für dich in Erfüllung gehen. Das Glück und die Liebe sind auf deiner Seite. Gott sagt Ihnen, dass Sie dabei sind, ein kraftvolles neues Kapitel in Ihrem Leben aufzuschlagen, und dass Sie nichts zu befürchten haben. Deine Träume werden wahr werden, und dein Segen wird sich vervielfachen. Ich werde immer hier sein, um dich durch die Zeichen zu führen. Fang an, nur noch positive Gedanken zu denken, und ich werde sie jetzt für euch wahr werden lassen. Gott teilt ihnen mit, dass sie bald einen äußerst mächtigen Segen in ihrem Leben erfahren werden. Du wirst wissen, dass er eingetroffen ist, wenn du die Zahl 444 siehst, die das Zeichen sein wird. Machen Sie sich bereit für eine große Verbesserung Ihrer Finanzen und für die Ankunft der wahren Liebe in Ihrem Leben. Du verdienst eine Liebe, die geduldig, sicher, stabil und beständig ist. Du verdienst jemanden, dem du voll und ganz vertrauen kannst und der auch dir vertraut. Schreiben Sie ja, um dies zu bekräftigen. Gott möchte, dass Sie aufhören, negativ zu sein, sich selbst zu unterschätzen und herabzusetzen. Sie sind ein Champion, und er liebt Sie. Wenn die Zeit reif ist, wird der Herr alles für Sie geschehen lassen.
Wir müssen nicht die Umstände manipulieren, eine Tür aufbrechen oder nach Heilmitteln suchen. Gott wird dafür sorgen, dass alles für uns in Erfüllung geht. Vielleicht stehen Sie vor Hindernissen, die Ihnen zu groß erscheinen, und Sie wissen nicht, wie Sie aus den Schulden herauskommen oder sich einen Traum erfüllen können. Sie sollten jedoch wissen, dass Sie nicht allein sind. Wenn die Zeit reif ist, wird Gott Ihnen Türen öffnen. Er will nicht, dass Sie es immer wieder versuchen, sondern dass Sie ihm mehr vertrauen. Hören Sie auf zu versuchen und beginnen Sie zu vertrauen. Das wird Ihr Leben völlig verändern. Das Universum sendet Ihnen Signale, dass dies Ihre Zeit ist und dass Ihre Finanzen bald florieren werden. Schreiben Sie 222, wenn Sie an ihn glauben. Gott sagt, dass er Sie bei vielen Gelegenheiten im Privaten geführt hat, aber jetzt ist er bereit, Sie öffentlich zu segnen. Freuen Sie sich darauf, denn für Sie beginnt ein neues, kraftvolles Kapitel in Ihrem Leben. Haben Sie keine Angst, Ihre Träume werden wahr werden, und Ihr Segen wird sich vermehren. Behalten Sie diese Veröffentlichung, wenn Sie darauf vertrauen. Gott sagt, dass Sie wieder lachen, vertrauen und lieben werden. Er wird alles wiederherstellen, was Sie verloren haben, und es werden hoffnungsvolle Überraschungen in Ihr Leben treten. Das ganze Universum unterstützt Sie, und Sie werden mehr Energie erhalten, um Ihre Träume zu verwirklichen. Mach dich bereit für einen Schub in allen Bereichen deines Lebens. Diese Woche wird etwas Wunderbares mit dir geschehen. Also manifestieren Sie, worauf Sie gewartet haben. Sie sind bereit, es zu empfangen, also fangen Sie an, Ihre Segnungen zu zählen. Schreiben Sie jetzt 555, wenn Sie an all das glauben. Segnungen sind für diejenigen reserviert, die mit Entschlossenheit und Mut dafür kämpfen. Die Zahl 222 ist ein Zeichen dafür, dass gute Dinge auf dem Weg sind und eine positive Energie des Glücks und der Freude mit sich bringen. Wenn Sie daran glauben, sagen Sie von ganzem Herzen ja. Beziehungen sind eine Herausforderung, aber wenn du jemanden wirklich liebst, bist du bereit, hart zu arbeiten, um ihn zu halten. Schon bald werden Sie einen guten Grund haben, zu feiern und Ihr Glück mit anderen zu teilen. Ich bin bereit, die besten Nachrichten in deinem Leben zu empfangen, als ob alles perfekt an seinen Platz fallen würde. Gott hat alles unter Kontrolle, also lass los und vertraue. Neue erstaunliche Menschen sind auf dem Weg, ihre Gesundheit erholt sich, und Türen, die einst verschlossen waren, öffnen sich jetzt. Ihre Ziele und Gebete werden erhört und führen sie in ein kraftvolles neues Kapitel ihres Lebens. Haben Sie keine Angst, Ihre Träume werden wahr, und Ihr Segen wird sich vervielfachen. Wenn Sie die Zahl 111 sehen, wissen Sie, dass Sie nichts erzwingen müssen. Hab Vertrauen und sieh zu, wie sich alles perfekt entfaltet. Jesus lehrt uns, unsere Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die uns hassen, diejenigen zu segnen, die uns verfluchen, und für diejenigen zu beten, die uns schlecht behandeln. Sie werden in jedem Bereich Ihres Lebens auf die nächste Stufe befördert werden, einschließlich Liebe, Fürsorge, Glaube, Gesundheit und Überfluss. Bis sich Ihre Situation ändert, glauben Sie an die Wunder, die jeden Tag geschehen können. Machen Sie sich keine Sorgen, vertrauen Sie Gott und sagen Sie Amen, wenn Sie zustimmen. Gott spricht Worte des Trostes und der Zuversicht zu denen, die Hoffnung brauchen. Er ist immer da, bereit, die Angst durch Glauben zu ersetzen und sie durch die Schwierigkeiten des Lebens zu führen. Er steht den zerbrochenen Herzen bei und bietet Frieden und Trost. So können Sie ihm voll und ganz vertrauen und Ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ihr Segen ist auf dem Weg, also machen Sie sich keine Sorgen. Selbst wenn wir denken, dass es zu spät ist und wir die Hoffnung verloren haben, hat Gott immer noch einen Plan. Er weiß genau, wohin wir gehen und was wir brauchen, auch wenn wir den Weg nicht sehen können. Diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, werden gesegnet werden. Also glauben Sie weiter und vertrauen Sie auf Gott. Amen. Ihr werdet schwierige Tage erleben, aber ihr werdet nie einen Tag ohne meine Liebe verbringen.
Auch wenn in eurem Leben zahlreiche Herausforderungen auftauchen, werdet ihr nie allein sein. Ihr werdet immer in meine Fürsorge und meinen Schutz gehüllt sein, wo immer ihr auch seid. Während du mir zuhörst, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und diese Worte jetzt zu empfangen. Verbinde dich damit, um die Dinge zu bitten, die du brauchst, Versorgung, Heilung, Ermutigung und Weisheit, um deine Ziele zu erreichen. Bitten Sie für Ihre Familie und alle, die Sie lieben. Schwierige Zeiten kommen und gehen, aber meine Gegenwart ist immer bei dir. Ich bin nicht weit weg, und ihr müsst nicht schreien, damit ich euch höre. Ich höre dich, wenn du weinst, und ich bin an deiner Seite. Ich höre dich auch, wenn du betest, und ich werde deinen Schrei nie überhören. Ich habe keinen Grund, mich von dir abzuwenden. Du kommst zu mir, weil du an mein Wort glaubst, weil du Hass und Bitterkeit hinter dir gelassen hast und weil du gelernt hast, wie wertvoll Vergebung ist. Ihr versteht sehr gut die Macht einer dankbaren Haltung. Euer Gebet ist kraftvoll, und die Bitten, die ihr im Glauben an mich richtet, sind für mich wertvoll. Ich betrachte sie mit Liebe und sende euch die Antworten mit Zuneigung. Empfangt sie mit Geduld und nehmt sie mit Glauben an. Wartet mit Dankbarkeit auf diese Segnungen, die ihr bald in euren Händen halten werdet. Ich wirke in den Herzen derer, die ihr liebt. Zeigt ihnen, wie wichtig sie für euch sind, und lasst sie eure Hingabe und Treue zu mir erkennen. Das wird sich auf das Leben der Menschen in eurer Umgebung auswirken. Die Welt greift sie ständig mit Ideen an, die sie von meiner Gegenwart wegführen, aber ihr seid wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit, das den Weg zurück nach Hause erhält. Hier bin ich und warte auf alle, ich beschütze sie, auch die, die nicht an mich glauben. Du liebst sie, und das genügt mir. Ich werde sie segnen und vor Unheil bewahren, und nach werden sie erkennen, dass sie dank meiner Liebe und nicht durch Zufall am Leben sind. Es wird der Tag kommen, an dem sie zu schätzen wissen, was ich für sie getan habe, all die schlaflosen Nächte, in denen ich gebetet habe, die Tränen, die ich vergossen habe, als ich um ihre Rettung flehte. Es wird Stürme geben, und die Erde wird beben, aber diejenigen, die mich suchen, werden Hoffnung und Glauben in Hülle und Fülle finden. Andere werden sich mit einem Schicksal des Scheiterns und der Verwirrung abfinden, unfähig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, aber du wirst inmitten der unruhigen See gestärkt werden. Euer Boot wird starke Segel haben, und mein Atem wird euch in Richtung eures Schicksals leiten. Fürchte dich nicht, wenn Schwierigkeiten kommen. Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihre Ressourcen erschöpft sind. Stellt euch diesen zeitlichen Konflikten mit Tapferkeit. Nehmt meine Hand und geht mit Entschlossenheit. Erinnert euch an die Ernsthaftigkeit, mit der ihr meine Wahrheit annehmt, und wenn ihr wirklich an mich glaubt, erhebt euer Haupt und stürzt euch ohne Scheu in den Kampf. Ich werde dich mit Mut und Zuversicht erfüllen. Ich werde dich in das Land der Versorgung führen, wo es Segen im Überfluss gibt. Sieh nicht weg, wenn du den Weg gehst. Konzentriere dich auf mein Wort und schenke leeren Drohungen keine Beachtung. Hier bin ich, erkenne mich heute. Sprich laut, ich glaube an dich, mein geliebter Gott. Verkündet mit euren eigenen Lippen, dass ich euer Hirte bin, und es wird euch an nichts fehlen. Auch wenn die Erde zittert, wirst du an fließenden Wassern und auf grünen Wiesen Ruhe finden. Deine von himmlischer Süße durchdrungene Seele wird von meiner Hand auf wohlwollenden Pfaden geführt. Du brauchst dich nicht zu sorgen, denn ich liebe dich, und ich werde immer an deiner Seite sein. Das nennst du einen starken und unzerbrechlichen Glauben, der dich in deinen schwersten Tagen und inmitten grausamer Kämpfe aufrichten kann. Du vertraust auf mich, während deine Feinde in ihrer Verwirrung schreien. Doch ich segne deinen Tisch mit Frieden und Versorgung. Meine Gebote und meine Art, deine Schritte zu korrigieren, geben dir Ermutigung. Dein Antlitz wird mit himmlischer Salbung leuchten, während Güte und Barmherzigkeit dich leiten. Mein Wort wird zu deinem Herzen sprechen, und du wirst alle Tage deines Lebens in meiner Gegenwart leben. Ihr seht, es ist nicht so schwer zu glauben, es erfordert nur Demut und Einfachheit.
Erkenne, dass du ein Mensch bist und dass du nicht alles selbst machen kannst. Eure Kraft hat Grenzen, aber ich werde euch noch mehr stärken, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Ich werde dich in meine Arme nehmen und dich tragen, bis du dein Ziel erreicht hast. Wenn du besorgt bist, werde ich deinem Geist Frieden und deinem Herzen Gelassenheit einflößen. Selbst wenn Feinde dich umgeben und Pfeile der Angst abschießen, wirst du nie allein sein. Ich werde dich immer mit Liebe umarmen und dein Schild sein. Ich werde mein Schwert erheben und dich gegen die Welt verteidigen. Ich werde dir Ruhe geben, damit du zuversichtlich gehen kannst, mit einem Lächeln, das Frieden ausstrahlt. Die Menschen werden bewundern, wie dein Gesicht leuchtet, und du wirst zu ihnen sagen, mein allmächtiger Gott, mein himmlischer Vater, liebt mich, beschützt mich und sorgt für mich. Mein ganzes Vertrauen ist auf ihn gerichtet. Amen. Diese Worte, die sie hören, sind nicht zufällig zu ihnen gekommen. Es wird für dich keine Niederlage oder kein Versagen geben. Wenn du meine Hand nimmst, werden wir gemeinsam die schwierigen Zeiten überwinden. In den Tagen des Konflikts werde ich dich in den Arm nehmen und deine Seele mit zärtlichen Worten der Liebe stärken. Dein Leben und deine Situation sind wichtig für mich. Ich habe dir schon oft gesagt, dass du in einer Welt voller Leiden lebst, aber ich habe sie durch mein Opfer am Kreuz und meine Auferstehung überwunden. Ich möchte euch diese Kraft geben. Ich möchte, dass ihr in euch die Quellen lebendigen Wassers spürt, die fließen und euren Durst für immer stillen. Sie spülen deine Traurigkeit weg, nehmen alle Unreinheiten weg und geben deinem müden Geist Ermutigung und Kraft. Deine Seele sehnt sich nach meiner Gegenwart. Suche mich immer, ob am Morgen oder am Abend, in guten oder in schlechten Zeiten, in Wohlstand oder in Knappheit. Egal, in welcher Situation du dich befindest, du bist nicht besiegt, du bist nicht dazu bestimmt, aufzugeben und all die Segnungen wegzuwerfen, die du auf deinem Weg angesammelt hast. Nach dem Sturm kommt die Ruhe, die Wellen mögen tosen und aufgebläht sein, aber das Meer beruhigt sich, wenn es meine Stimme hört. So wie du mir zuhörst, ist dieser Friede, den du jetzt spürst, ein Geschenk der Liebe. Nimm ihn an, verachte ihn nicht und ignoriere diese Zuneigung nicht, nur weil du glaubst, dass du sie nicht verdienst. Ihr wisst, dass es einen täglichen Kampf in der geistigen Welt gibt, dass der Feind euch sucht, um euch zu erschüttern und zu zerbrechen wie eine Weizenähre, aber ihr seid nicht allein, ich bin mit euch. Alles, was ich brauche, ist ein wenig von deinem Glauben. Triff jetzt die Entscheidung, an diese ewige Liebe zu glauben und sie anzunehmen, die dir folgt, wohin du auch gehst, die dich beschützt und behütet. Wenn der Feind angreift, ist es normal, dass sich das Leben in einer Sekunde ändern kann, du hast das Recht zu weinen und dich schlecht zu fühlen. Es ist auch gut für eure Seele, dass ihr ausdrückt, was ihr in euch tragt, und so wird eure geistige Gesundheit wiederhergestellt, aber ihr solltet niemals glauben, dass ihr für immer im Schmerz gefangen sein werdet, dass diese Traurigkeit, die euch zum Weinen bringt, niemals enden wird oder dass es euer Schicksal ist, für immer in der Niederlage zu leben. Eure Feinde und falschen Freunde werden alles sagen, um euch unten zu halten und nicht zu wagen, aufzustehen und zu kämpfen, doch ich bin gestorben, um euch das Leben zu schenken und euch aufschauen zu lassen, indem ich euch meine Hand reiche. Mein Ziel ist es, euch mit überschwänglicher Freude und einem unzerbrechlichen Geist zu erfüllen. Ich verstehe sehr gut, wie du dich fühlst. Gelegentlich hast du überlegt, dass es keinen Grund gibt, weiterzukämpfen, dass es einfacher scheint, sich mit dem Scheitern abzufinden und auf das Ende zu warten. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe und dass ich ein mächtiges Ziel für dich und deine Familie habe. Du darfst nicht aufgeben, verzichte nicht auf deine Segnungen, kehre nicht in das Land der Hoffnungslosigkeit zurück. Das ist nicht mein Wille. Ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle und übernatürliche Stärke zu geben. Hängt nicht davon ab, wie ihr euch fühlt oder was andere denken. Auch wenn ihr heute mit Problemen und Verachtung konfrontiert seid, hört auf mich, ich liebe euch. Auch wenn sich plötzlich sehr schwierige Situationen ergeben, denkt nicht, dass ich aufgehört habe, euch zu lieben. Ich schreibe diese Worte in dein Herz,
und du wirst dich jeden Tag daran erinnern, egal was passiert oder was dir begegnet. Ich liebe dich jede Minute mehr und mehr. Ärgere dich nicht, wenn dich diese Gefühle verletzen, entscheide dich nicht, an deiner Einsamkeit festzuhalten und zu glauben, dass du in diesem Leben allein bist, dass niemand wichtig ist und dass niemand Mitleid mit dir hat. Und wer bin ich? Ich spreche wirklich zu dir, ich bin kein Hirngespinst von dir. Du spürst diese Worte, eins nach dem anderen, aufgeladen mit Liebe, die dein Herz heilt. Sag mir, wer ich für dich bin, ich will es hören. Wenn du mich nicht als deinen Freund betrachtest oder wenn du wünschst, dass ich weggehe und dich in Ruhe lasse, dann sei mutig und sag mir jetzt, wenn du das denkst. Genau das werde ich tun, ich werde nicht weggehen. Selbst wenn du mich aus deinem Leben wirfst, werde ich nicht gehen. Ich öffne meine Arme für dich, aber du gehst in die andere Richtung. Auch wenn du mich zurückweist, verspreche ich dir, ich bin nicht wie die anderen, ich liebe dich wirklich und ich werde dich nicht verlassen. Meine Treue ist ewig und unzerbrechlich, mein Entschluss, dich zu lieben, ändert sich nicht, und selbst wenn du mir heute sagst, dass ich gehen soll, werde ich hier sein und täglich mit dieser süßen Zuneigung zu dir sprechen, bis du sie in der Tiefe deines Herzens spüren kannst. Und ich weiß, dass du sie heute schon spürst. Ich komme, um dich mit heiliger Liebe zu umarmen und dir zu helfen, diese Situation zu überwinden, die du gerade durchmachst. Amen. Du hast mich angerufen, um meine Hilfe gebeten und stundenlang geweint, um eine Antwort zu erhalten. Heute komme ich, um deine Fragen zu beantworten, um dir zu geben, was du brauchst, um dir meine Liebe und meinen Trost für den Schmerz anzubieten, den du in deinem Herzen trägst. Ob Sohn oder Tochter, es gibt nichts auf dieser Welt, das meinen Augen entgeht. Ich weiß alles, was in deinem Leben und im Leben deiner Familie im Moment geschieht. Ich sage dir heute, bekenne dich zu deinem Glauben, lass dich nicht entmutigen, bete jeden Tag weiter. Ich werde deine Seele mit Frieden und deinen Verstand mit Weisheit erfüllen, jedes Mal, wenn du aufrichtig und gläubig zu mir sprichst. In dieser für euch schwierigen Zeit habt ihr so viel gelernt, ihr wisst jetzt, wie ihr weise und gute Entscheidungen treffen könnt. Ihr habt gesehen, wie ich euch in jedem Kampf, dem ihr gegenüberstandet, beigestanden habe, euch verteidigt habe und euch nicht erlaubt habe, noch größere Kämpfe zu bestehen. Der Feind hat versucht, euch auf feige Weise anzugreifen, und er hat sich unerwarteter Leute bedient, um euren Willen zu beugen und eure Ehre zu beschmutzen, aber ich habe euch vor Dingen geschützt, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Heute bin ich hier, um dich zu segnen und dir das Wunder zu gewähren, um das du so inständig gebeten hast. Steh sofort auf, trockne deine Tränen und geh zur Tür, denn ich rufe dich. Ich nehme deine Hand und führe dich an den Ort des Wohlstands, den ich für dich vorbereitet habe. Ich erfülle dich mit einer Kraft, die du nie zuvor hattest, und segne dich so, dass du dich auf eine Ebene erheben wirst, auf der dich keiner deiner Feinde erreichen kann. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand anderes dich demütigt. Ich öffne eine neue Tür, die so groß ist, dass du überrascht sein wirst, wie groß der Segen und die Lösungen sind, die ich in dein Leben bringe. Du wirst Tränen der Freude erleben und mit Glück erfüllt sein, wenn du die Kraft meines Heiligen Geistes in deinem Leben empfängst. Stehen Sie auf und trocknen Sie die Tränen sofort. Verlasse dein Haus und begegne dem Leben mit dem Lächeln eines Gewinners. Ich habe heute deutlich zu dir gesprochen, und mein Segen ist mit dir. Ihr müsst auf eurem Weg weitergehen und dürft nicht stehen bleiben. Öffnet eure Augen weit und passt gut auf, denn in den kommenden Tagen werde ich euch ein mächtiges Geheimnis enthüllen, das euch meine wunderbare Liebe erleben lassen wird wie nie zuvor. Von den ersten Minuten dieses Tages an segne ich dich, damit dein Herz und deine Seele mit Ruhe und Freude erfüllt werden. Ich möchte, dass du dich sicher fühlst, weil du weißt, dass du meine Liebe hast und dass du immer unter meiner Fürsorge und meinem Schutz stehst. Wenn du dich traurig und entmutigt gefühlt hast, möchte ich, dass du dich heute besser fühlst. Lege deinen Kopf hier auf meine Brust und fühle die Wärme und Zärtlichkeit, die ich dir schenke.
Beruhige dich, mein Sohn. All dies wird sehr bald vorübergehen, alles wird gut werden. Höre auf, über dein Leiden nachzudenken und schließe ein wenig die Augen. Fühle, wie mein Geist dich erfüllt. Singe mit deinen Lippen die Alabanzas, die in deinem Herzen erklingen. Tauche ein in den Fluss meiner Liebe, und ich versichere dir, dass deine Kämpfe bald vorübergehen werden, alles wird viel besser sein. Ich segne dich, damit du große und schöne Gelegenheiten in deinem Leben hast. Ich habe euch eine Mission gegeben, um eure Familie voranzubringen. Die Kämpfe und schwierigen Zeiten werden kommen, sie sind Teil eures Lebens und eures Wachstums, aber heute sage ich euch, dass ihr mit meiner Liebe bedeckt seid und dass ihr vorbereitet sein werdet, wenn diese Zeit kommt. Habt keine Angst und verzweifelt nicht, denn ich bin hier, um euch mit Weisheit, Liebe und Kraft zu erfüllen. Ich werde euch unerschütterlich durch all diese Wege voller Hindernisse und Rückschläge führen. Mir liegt alles am Herzen, was du fühlst, und ich schätze deine Bestrebungen in diesem Leben. Ich kenne deine Träume und Vorhaben und bin gerührt von all dem Schönen, das in dir ist. Du bist etwas ganz Besonderes für mich. Du trägst den Schlüssel zu Liebe, Freundlichkeit und Vergebung in dir. Durch dein Beispiel werden viele Menschen um dich herum inspiriert werden und Gefühle der Minderwertigkeit hinter sich lassen und beginnen, all die wunderbaren Dinge in der Welt zu manifestieren, die ich für ihr Leben vorbereitet habe. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr immer meine Gunst auf eurer Seite habt. Schreibt Amen, um diese Segnungen heute zu empfangen. Wenn Sie dieses Video inspirierend fanden, hinterlassen Sie Ihre Gefühle in den Kommentaren. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, indem Sie unseren Kanal liken, teilen und abonnieren. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und das Wort Gottes zu bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Möge Gott Sie sehr segnen, und bis zum nächsten Mal.